Woche. Okay, fangen wir an. Also, AK4 heute in einem anderen Raum und ohne Internet, jedenfalls ohne Pad direkt. Wir versuchen das nachher nachzutragen. Ich versuche das Gedächtnis zu rezitieren, was wir auf unserer Tagesordnung haben, nämlich zuerst. Gibt es Anträge für das nächste Plenum oder sowas, die wir hier besprechen können? Ich glaube, eben hat sich niemand gemeldet. Von meiner Seite aus muss ich auch nochmal stark nachdenken. Das würde sich eigentlich mal wieder anbieten. Aber es ist nichts, gar nichts Akutes da. Vorbereitung. Will dir was sagen, Heidemarie, wo wir was machen können? Anhörung und Ausschuss, das reicht. Ja. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir erstmal einfach die Ausschüsse durch. Und ich weiß gar nicht, welcher Ausschuss oben steht. Ich fange jetzt einfach mal an. Also unser Ausschuss findet am 22. Januar statt. Wir haben in diesem Ausschuss, jetzt hätte ich beinahe gesagt Open Access, nein, das ist ein anderer Ausschuss, wir haben in diesem Ausschuss Tagesordnungspunkte zum Thema Wohnraumförderung und zum Thema, jetzt weiß ich mir den letzten Punkt, jedenfalls haben wir, ich sage das gleich noch, wir haben auch noch zwei Themen beantragt als Bericht der Landesregierung. Einmal zur Landesbauordnung, wie dort der Stand der Dinge ist. Dort geht es auch um, wie hieß das, Paragraph 55, der Barrierefreiheit, wo wir schon lange eigentlich mal so eine Anfrage oder sonst was stellen wollten oder es auch schon teilweise getan haben. Aber wo wir noch immer nicht wissen, was die Landesregierung dort tut zum Thema Barrierefreiheit in der Landesbauordnung. Auf jeden Fall ist ja auch noch die Frage, ob es zum Beispiel einen Sachverständigen geben wird, der bei Neu- und Umbauten auch die Barrierefreiheit überprüfen muss. Und das war die erste Anfrage, die wir gestellt haben, die an die Landesregierung. Und die zweite ist nach den Bewertungskriterien für, also die Wirtschaftlichkeitskriterien Neubauten im Verkehrsbereich. Maßnahmen im Bundesverkehrswegeplan. Und ich glaube, es betrifft aber nicht nur den Bundesverkehrs. Wesentlich. Zunächst mal, also die neue Festlegung der Kriterien ist für den Fonds vom Bundesminister angeregt worden, von Ramsauer damals noch, weshalb ja das Landesministerium direkt gar nicht zuständig ist. Also es werden die Sachen, die man anmeldet für den Bundesverkehrswegeplan. Das ist ja eine riesige Wunschliste, immer schön, und die wird dann bewertet nach Wirtschaftlichkeitskriterien. Und diese Wirtschaftlichkeitskriterien standen bislang unter großer Kritik, weil sie im Grunde so gut wie nichts berücksichtigt haben, vor allem nicht irgendwelche Umweltkosten oder sonst was. Sie haben auch nicht mal berücksichtigt, wie gut die Qualität von der Verbindung ist, im Grunde im Wesentlichen die Schnelligkeit einer Verbindung. Und wenn es darum ging, irgendwie viertes Gleis oder vierte Spur oder sonst was oder sonst irgendeine Ausbaumöglichkeit oder ein Autobahnkreuz verbessern, damit dort vielleicht der Verkehr flüssiger läuft, war das immer schlechter als einfach irgendwie zum Beispiel eine parallele Neubaustrecke zu bauen, die vielleicht ein bisschen kürzer ist. Also, um es mal beispielhaft darzustellen. Ja, und diese Kriterien sollten verbessert werden, also tatsächlich hatten wir, oder kann man davon ausgehen, dass es zumindest Verbesserungen gibt, ob das nachher gut ist, ist die Frage. Und wir wollten schon die ganze Zeit wissen, wie ist das denn, denn die Sachen zum Bundesverkehrswegeplan sind längst auf dem Weg und eigentlich müssten wir da... Die meisten Sachen sind noch bereits veröffentlicht, aber sie sind dann nicht umgesetzt. Langsam müssten wir, langsam kommen dann auch Ergebnisse bei raus, wir müssen wissen, wie sind denn jetzt die Kriterien? Und die Kriterien sind bisher uns zumindest nicht bekannt und immer wenn man den Minister fragt, kann er dazu auch nichts sagen. Ja, wie gesagt, wir haben im 22. Ausschuss, ich glaube eine Anhörung, jetzt wollte ich da draufklicken und nachgucken, aber die Tagesordnung ist auch noch nicht online. Die Anhörung ist, eine Anhörung haben wir jetzt nicht, mir fällt gerade keine ein, in dem Ausschuss und
Ja, und es gab einen Punkt, das war der letzte Tagesordnungspunkt auf der Liste, den fand ich noch ganz interessant. Der fällt mir gerade auch nicht ein. Gut, gibt es an der Stelle Rückfragen. Ansonsten kann ich noch sagen, wir haben insgesamt das Thema Semesterticket der letztens bearbeitet. Kriegen allerdings tatsächlich, das kann ich auch so offen im Stream sagen, wenig Unterstützung durch die Studenten. Würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dann könnten wir auch damit auch was machen. Aber ohne Unterstützung geht es nicht. Dann haben wir uns um Flughafen Köln, Bonn und auch Düsseldorf gekümmert und auch das geht noch weiter und da ist auch der Input von außen ein bisschen besser oder relativ gut. Zum Thema Leverkusener Brücke, A1 Brücke, hatten wir im letzten Ausschuss auch eine große Diskussion. Wir haben uns auch mit Bürgerinitiativen in Leverkusen unterhalten und hatten da Kontakt, die auch andere Lösungen noch auf dem Tisch haben wollen. Da gibt es ein paar Widersprüche zwischen dem, was das Ministerium sagt und was die sagen. Wir werden da weiter für Informationsaustausch vor allem sorgen. Gut, soweit. Wollen wir noch eine aktuelle Viertelstunde zu den Umbauplänen? Kannst du die Kommentare? Ja. Ich weiß auch noch ein. Jetzt hast du Stereo. Ja. Es gibt ja gerade neue Schlagzeilen zu den Umbauplänen Straßen NRW. Angeblich soll dieses Landesamt, das es ja ist, so umgebaut werden, dass Privatisierungspläne schwieriger umzusetzen sind, wer immer die dann betreiben soll. Die Meldung, die ich dazu zur Kenntnis genommen habe, war nicht besonders erschließend. Also ich habe mehr Fragen als Antworten. Offenbar gibt es umfangreiche Pläne, die den Landesbetrieb Straßen NRW betreffen. In diesem Landesbetrieb arbeiten über 6.000 Menschen, die das betrifft. Es ist unklar, ob es zu betriebsbedingten Kündigungen oder Veränderung von Arbeitsverhältnissen kommt. Und es ist offenbar ein auf längere Zeit angelegter Prozess, der mir zum ersten Mal in dieser Grundsätzlichkeit zur Kenntnis gekommen ist. Wenn ich es nicht einfach versäumt habe, vorher zur Kenntnis zu nehmen und es sich um eine aktuelle Angelegenheit handelt, könnten wir daraus eine aktuelle Viertelstunde machen. Die Frage ist, ob man nicht heute sogar noch das normale auf die Tagesordnung setzt. Okay, wir sind jetzt aus der Frist raus, aber... Einen Tag vorher, also einen Tag. Dann halt nur mündlich, ne? Erstes Quartal, reicht doch nicht. Jetzt sofort oder? Nee, egal, das ist halt jetzt gerade. Also wenn wir es aktuell halten, dann muss es jetzt sein. Wenn es nur ein Bericht ist, dann in der nächsten Sitzung auch. Ich weiß nicht, ob es da Informationen gibt. Weißt du mehr darüber? Das ist jetzt in der Presse oder? Okay, heute. Ich habe es tatsächlich auch nicht. Noch nicht richtig gelesen, aber ich sehe ja, die Meldung ist vom 10.01. Oder vom 10. Ich habe es heute erst gelesen. Ja, aber ich habe eine vom 10. Okay. Ach, die war heute in der Presseshow. Ja. Meschede könnte Hauptsitz werden oder so. Ja. Hier steht hier. Okay. Muss ich selber nochmal gucken. Okay, gut. Ja, ich habe noch eine Nachfrage. Du hattest vorhin was von Studierenden erzählt. Zusammenarbeit und fehlende Unterstützung. Wie sind wir denn da eigentlich insgesamt aufgestellt? Also gibt es Social-Gruppen etc., wie viele, kann man irgendwie beschreiben, wie gut die Unterstützung von oder das Interesse von Studenten und von Studierenden ist? Also bei Studenten-Hochschulgruppen, die jetzt irgendwie Piratennamen tragen, sind wir nicht so gut vernetzt, dass alles darüber perfekt laufen würde. Wir haben aber so relativ gute Kontakte zu den Asten, einfach zu den Asten generell. Einmal über unseren Ausschuss und Referenten Hochschulausschuss, also A010. Und
dadurch, dass wir durch das Semesterticket immer nicht antworten, wenn wir uns schreiben, wenn das mal der Fall ist, ist jetzt also da die, also ist jetzt so das Verhältnis zu denen auch von unserem Ausschuss her, von A02, gut. Über den anderen Ausschuss kriegen wir auch irgendwie sehr direkt Infos und sowas über einen kurzen Dienstweg. Also die Kommunikation ist eigentlich gut. Die Sache ist nur, dass ich persönlich merke, und das ist glaube ich nur einfach auch so, dass die Studenten insgesamt einfach sehr wenig aktiv sind in Sachen Semesterticket. Und das würde ich mich immer mehr freuen, weil wenn, und das hat es ja gezeigt, wenn wir was bekommen, können wir damit was anfangen. Also wenn es zum Beispiel einen offenen Brief gibt oder sowas, dann können wir damit arbeiten. Hier im Landtag. Die Studierenden in Münster oder so, denen man natürlich diesen Vorwurf noch nicht machen kann, werden ja das erst Ende des Jahres auf der Kappe haben, weil dann kommen die erst in die Verhandlungsrunde hinein. Also es ist noch komplett kein weites Landesthema, weil nicht an allen Stellen jetzt da diese Verhandlungen anstehen. Und das wenig nach den Verkehrsverbünden dann auch geregelt. Gut, okay. Also muss man erstmal nur die VRA stellen. Ja, genau. In den VRA gibt es, wenn ich es richtig sehe, 38 Hochschulen, mit denen der VRA jeweils einen bilateralen Vertrag hat für das Semesterticket. 14 dieser Hochschulen haben dem neuen Vertrag bereits zugestimmt. Das sind aber 14 Hochschulen ohne ASTA. Kleine Hochschulen, private Hochschulen, wo die Verhandlungen direkt mit der Hochschulverwaltung, also der Gegenseite sozusagen, geführt wurden und es gar keine Verhandlungen gab, sondern man den neuen Vertrag einfach akzeptiert hat. Alle Hochschulen, in denen es ein ASTA gibt, haben noch nicht zugestimmt. Weshalb es aktuell heute in der Zeitung steht, Semesterticket vor dem Aus. Die Asten rechnen nämlich anders als der VRA und gehen von einer über 50-prozentigen Erhöhung der Kosten aus, also genau das, was wir auch im Ausschuss vorgebracht hatten, was man uns hier als falsch gerechnet vorgehalten hat. Die Asten teilen unsere Rechnung, teilen unsere Einschätzung. Und der VRA verhält sich offenbar momentan so, dass er gar keine Lust auf Verhandlungen hat, sondern sagt, das ist der Vertrag, den dürft ihr unterschreiben. Die Asten sind offenbar bereit anzuerkennen, dass eine Preisanpassung gegebenenfalls notwendig ist, aber sie würden gerne darüber mitreden, wie die zustande kommt, wie die sich begründet und in welcher Weise es hier wirklich um Verhandlungen geht. Ich habe den Eindruck, dieser Prozess läuft jetzt gerade wieder an nach der Jahresendpause und es kann sein, dass dann auch wieder einbezogen werden. Jedenfalls, wir sind die einzige Fraktion im Landtag, die sich in der Vergangenheit offen zum Semesterticket in der bestehenden Form bekannt hat und dieses Thema eingebracht hat. Und das ist, glaube ich, bei den Asten angekommen. Also, okay. Ja, das, dennoch könnten die natürlich aktiv auf uns zugehen, aber kann sein, dass sie das genau anders sehen. Ja. Klar, es ergibt sich ja dann vielleicht auch nicht aus denen, mit denen wir jetzt nicht Kontakt haben. Vielleicht fehlt auch so die Information, dass wir tatsächlich mit solchen Sachen, die erstmal gar nichts aus Sicht vielleicht von einem ASTA gar nichts bringt, einen offenen Brief an Frau Kraft oder sonst irgendwas, dass wir sowas dankbar annehmen. Aber gut, es ist ja, das wird noch sich noch ein bisschen hinziehen, das stimmt. Genau. Die Verträge laufen ja noch bis Ende des Sommersemesters. VRR ist auch erstmal tatsächlich auch Vorreiter, will ich jetzt nicht sagen. Das ist der wichtigste Verkehrs. Die ersten und wir wissen aber ja aus der letzten Runde, dass es bei anderen Verbünden aber dann ähnlich passiert. Zumal die anderen Verbünde auch natürlich immer das machen, was der VRR macht. Und teilweise auch. Ärgert das auch ein bisschen, aber das ist halt so. Gut. Ja, die Meldung ist, dass es im Rechenzentrum gebrannt hat und die komplette IT der Piraten NRW im Moment außer Gefecht ist und man daran arbeitet. Oh. Jo. Also in unserer
Fraktions-IT. Ja, ja. Nein, die gesamte Piraten-NRW. Ja. Ja, und die Fraktions-IT. Ja, ja. Und wo steht das? Also, wo hat es gebrannt? Okay. Im Rechenzentrum hat es gebrannt, da wo die IT ist. Physikalisch. Im Süden Düsseldorfs. Physikalisch, das war die Frage. Im Süden Düsseldorfs. Brandanschlag. Ja. Da wurde es die Uni jetzt. Das war das Frage. Das ist jetzt die Stunde der analogen Politik. Im Süden Düsseldorfs. Ich sage nicht die Adresse. Das ist direkt das Sachverhalt, wo ganz viele Leute ja. Ja, das war's. Ich mach Feier. Das wird die Landtagsseite. So. Ich sehe, ich muss vor der am AK4 immer Presse. Schiefern bleibt, meine Güte, wie alt ist das T-Shirt? So, dann noch Fragen dazu, sonst würde ich sagen, nächster Ausschuss. Ja, gut. Also, ja, Umweltausschuss liegt, die nächste Sitzung ist am 21. Es liegt noch keine Tagesordnung vor, ich habe gerade extra nochmal geguckt. Gibt es also noch nicht, ist wahrscheinlich auch so, weil der Ausschussassistent jetzt noch mit der Vorbereitung der Grünen Woche beschäftigt ist, die ja von Donnerstag an stattfindet, wo eine Delegation aus allen Fraktionen, von unserer Seite ich, auch am Donnerstag hinfahren werden, bis Samstag dort bleiben. Ich werde wie immer die Gelegenheit wahrnehmen, am Samstag auf der Gegendemonstration Wir haben es satt mitzulaufen. Ich hoffe da auch weiterhin auf rege Beteiligung von Piraten. In Berlin. Und das andere große Thema, das ist Dannebotz, nämlich die Anhörung zum neuen Jagdgesetz am 22. Januar. Vielleicht machst du da noch einen Satz zu sagen. Ja, diese Anhörung wird dann also stattfinden. Wir hatten eine Sondersitzung in der letzten Plenarwoche extra deshalb, damit diese Anhörung jetzt stattfinden kann. Da muss ja rechtzeitig zu eingeladen werden. Im Moment treffen dann auch die Stellungnahmen der geladenen Sachkundigen ein. Und ja, dann werden wir sehen, was nachher am Ende dabei rauskommt. Ich rechne also weiterhin damit, dass dieser Entwurf, den es jetzt gibt, noch weiter verändert wird. Da ist ziemlicher Druck auf die Landesregierung und einige Dinge, die da vorgesehen sind, finde ich auch noch verbesserungswürdig. Generell ist aber richtig, dass wir ein neues Jagdgesetz brauchen. Und ein paar von den Veränderungen, die Sie da vorhaben, sind auch gut und unterstützenswert. Neu aufgepoppt ist jetzt am Wochenende das Thema Altlasten in Bergwerken. Da ist ja Giftmüll untergebracht worden in den 90ern und Nullerjahren. Und zwar nicht rückholbar. Das Wasser, Lagerstättenwasser, da wird abgepumpt, sodass bis auf 800 Meter unter der Oberfläche alles trocken ist. Das wollen die jetzt ändern, das wird denen zu teuer. Sie wollen also nur noch so viel abpumpen, dass bis 500 Meter unter der Erdoberfläche alles trocken ist, was dazu führt, dass diese Giftmülle noch weniger rückholbar werden, weil sie nämlich dann unter Wasser stehen. Und die Befürchtung ist eben, dass da Wegbarkeiten sind, also Durchgängigkeiten weiter nach oben hin, dass also dann irgendwelche wasserlöslichen Schadstoffe in dieses Lagerstättenwasser, was dann ja ansteigt auf minus 500 Meter, dass die sich da lösen und dann vielleicht auch an die Oberfläche geraten. Das ist aber jetzt das Thema als solches, ist älter, das hatten wir letztes Jahr schon, aber jetzt will die RAG wohl wirklich anfangen, die Pumpen so einzustellen, dass sie nur noch bis 500 Meter kommen. Dann haben wir einen Punkt mit der Raffinerie in Gelsenkirchen, die ja offensichtlich mehr Schadstoffe ausstößt, als sie darf, vor allem Phenole. Da soll jetzt in der nächsten Woche ein Gespräch stattfinden, nochmal mit Remmel und dem Aktivisten aus Gelsenkirchen, das haben wir vorhin gerade abgesprochen. Da werde ich mich dann auch drum kümmern und dran teilnehmen. Was gibt es noch Aktuelles? Ich glaube, das war so das Wesentliche. Ich gucke, dass ich nochmal eine kleine Anfrage hinkriege zu dieser komischen Geflügelgrippe. Da sind ein paar merkwürdige Dinge passiert. Wir haben hier eine Stallpflicht. Es gab ja ein paar angesteckte Tiere, auch Wildtiere, nicht nur Geflügel im Stall, in irgendwelchen Geflügelfarmen. Aber der Ansteckungsweg ist absolut unklar. Wie kommt diese Geflügelgrippe aus Korea hierher? Es wurde ja gesagt, die Zugvögel, weil eine Krickente in Rügen gefunden wurde, eine wilde Ente. Krickenten gibt es in Korea und Krickenten ziehen zum ganz kleinen Teil auch nach Westen von Korea aus und nicht unbedingt direkt nach Süden, aber es gibt auch einen Hinweis, dass es eine Firma gibt in Großbritannien, die gute Verbindungen nach Südkorea hat
und Geflügelfirmen betreibt. Und also die Ansteckungen, die man gesehen hat in England, Holland, Deutschland, liegen auf einer Strecke, wo diese auch mit dem Auto die kürzeste Verbindung ist. Und da besteht auch die Möglichkeit, dass einfach irgendwo kontaminiertes Material aus Südkorea nach England gebracht wurde und dann von da durch mangelnde Hygiene weiterverbreitet wurde, durch Warenlieferungen irgendeiner Art. So, dazu werde ich vielleicht nochmal eine Anfrage machen, wenn ich dazu komme. Und das ist so das, was mir im Moment eingefallen ist, das Wesentliche. Ein Interesse halber, es gibt Enten, die nicht nach Süden, sondern nach Nordwesten ziehen? Ja, es gibt asiatische Vogelarten, die nicht direkt nach Süden ziehen zum Teil, also nach Indien oder Indonesien oder Australien, um da zu überwintern, sondern einige ziehen tatsächlich nach Westen, jedenfalls einige Exemplare. Sogar nach Norden? Ja, die ziehen also über Asien dann, die müssen ja erstmal nach Norden, die müssen nördlich vom Himalaya, die ziehen dann tatsächlich nördlich vom Himalaya nach Westen. Das gibt es schon, einige. Und einige, die da brüten, also die in der Arktis brüten, in der sibirischen Arktis, ziehen also auch nicht nach Süden, sondern nach Europa und dann über Europa nach Süden. Es ziehen auch Bartvögel aus Europa über den Atlantik nach Südamerika und überwintern dann im Pazifik, da in Peru und was hast du nicht gesehen. Also da gibt es ganz merkwürdige Zugbahnen teilweise. Also theoretisch ist es möglich, dass Vogelgrippe aus Korea auf dem Weg nach Europa kommt, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich. Eine Frage zu dem zur RAG. Ja. Kam das jetzt erst durch den Spiegelartikel raus, dass die jetzt dann anfangen? Ich habe das ja. Ja, das gibt ja mehrere Presseartikel dazu jetzt. Mhm. Kam Freitag am Spiegel und da war ja jetzt die Rede, dass die das aber sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch im Saarland machen wollen. Wir haben ja im Saarland auch eine Fraktion. Ja, da könnte man ja auch Giftmüll unter die Erde gebracht zur Lagerung. Weißt du das zufällig? Also Spiegel sagt, das ist in beiden Ländern ein Problem, Ruhr und Saar. Der Giftmüll oder die Tatsache, dass sie einfach immer pumpen müssen. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, es ging ja PCB-haltiges, ich bin jetzt noch nicht drin im Thema. Aber ja, in die Saarland war es Altöl, ne? Altöl. Was der Spiegel schickt, war zu dem Thema, dass es nicht um die Sondermüllgeschichte, die immer woanders behandelt wurde, sondern um Rückstände aus technischen Anlagen, die im Berg behandelt, vorzugsweise Hydrauliköl mit, also was PCB-haltig ist. Das ist böse, ja. Und jetzt soll wohl der Wasserstand da quasi angehoben werden, eben ja. Das Abpumpen irgendwie eingeschränkt oder eingestellt. Ja. Und dann befürchtet man, dass eben diese Ölreste, die allerdings nicht Reste im marginalen Bereich sind, ein paar tausend Tonnen, dass die halt hochkommen. Ja, das ist genau dieselbe Befürchtung. Wir haben ja auch, ich weiß nicht, was. Es ist auch nicht so wirklich bekannt, dass die alles unten eingelagert haben im Bergbau und im Ruhrgebiet. Also scheinbar tatsächlich keiner. Das weiß ich nicht. Also es ist eine vorläufige Top-Liste gewesen, die ich da gelesen habe und habe ich mir dann gleich mal dahin gelegt, weil es so ein Ding. Irgendwie kommt das alles so ein bisschen viel. Und zu dem Jagdgesetz haben wir ja jetzt einen Gutachter und der hat die ganze Jagdnominierung irgendwie auf 40 Seiten auseinandergenommen und meint, das ist überhaupt keine richtige und gute Jagdgesetznovellierung und da bin ich jetzt gerade bei. Ich finde das ein bisschen unglücklich auch, dass der Ausschuss und die Anhörung gleich zwei draufhörige Tage sind. Denn das ist echt das Unternehmen, um es freundlich auszudrücken. Und auch von daher war es so schnell wie möglich. Ich weiß, wo der Arzt ist. Wir haben uns ja auch die Experten ausgetauscht, weil ich zwei hatte, die abgesagt haben. Aber dieser Brücher, der ist NABU-Chef in Brandenburg und der hat das wohl schon ewig gemacht, auch in Brandenburg. Der hat sich da auch hier wirklich jeden Paragraphen vorgenommen. Das ist richtig Arbeit. Wie ist die große Anfrage? Zu Landwirtschaft. Also, ich weiß es nicht, jedenfalls Auswirkungen der Landwirtschaft auf Wasser. Also auf Wasser. Das ist gerade rausgekommen. Das ist ziemlich ausführlich. Aber ich
Beim letzten Mal hat die, also bei der letzten großen Anfrage der Regierungskoalition ging es zur Wohnungswirtschaft und da wurde auch ein wichtiger Tagesordnungspunkt mit Antrag und so weiter draus gemacht. Das habe ich jetzt ein Antrag, es wurde ein Antrag daraus fürs Plenum gemacht, sodass die Ergebnisse der großen Anfrage im Gegenüber richtig gegen beraten werden muss. Also eine Debatte gibt es meiner Meinung nach immer. Eine Debatte gibt es immer und man kann natürlich was verbinden dann. Okay. Beim letzten Mal haben wir vor allem uns darüber lustig gemacht, dass die Regierungskoalition selber eine große Anfrage an ihre eigenen Ministerien stellt, was das soll. Was machen die sonst machen? Rot-Grün, das ist auch von Rot-Grün. Ja, ja, eben. Deswegen wurde irgendwie, man hat sich darüber beömmelt, dass offenbar intern die Informationen, die Kommunikation nicht gut funktioniert, sodass sogar hier schriftliche Anfragen gestellt werden müssen. Ist eigentlich ein Instrument der Opposition, deshalb. Ja, gut. Das kann ich jetzt was sagen. Also mit, was die Landschaft anbelangt, ist es halt natürlich schon, dass die Grünen da jetzt ihr Augenmerk drauf haben, dass sie jetzt die Landschaft ökologisieren wollen. Und dann haben die halt da dafür, dass die Politik gemacht gewollt. Hätte ich an der Stelle auch gemacht. Ja. Okay. Ansonsten. Ja, dann haben wir noch den Unterausschuss Klimaschutzplan. Da liegt auch noch keine neue Tagesordnung vor, kann ich jetzt nichts zu sagen. Trifft sich auch Ende Januar, glaube ich, ist der nächste Termin. Ja, den mal, ich guck mal eben. Ja, wir haben einen fetten Ordner gekriegt, aber es liegt keine Tagesordnung vor. Am 26.01. trifft er sich. Der Unterausschuss Klimaschutzplan. Keine Tagesordnung. Nee, das stimmt nicht. Das ist verkehrt eingetragen. Das sind die Ergebnisse der Arbeitsgruppen, die wir diskutieren. Okay, ja, auf jeden Fall liegt also noch keine Tagesordnung vor. Und aber es kommt für ein Kabel, nicht doch 100, 200 Euro. Ja. Eine Frage zum Teil, das was im Bereich, das du machst. Ich habe mit dem Markus Drenger gestern gesprochen, ich habe ihn zufällig getroffen, und er sprach von einer Anfrage, die er an, also nach Informationsfreiheitsgesetz an Landesregierung gestellt hat, bezüglich eines Gutachtens zu den Rückbaukosten für einen Ü-Torf. Aber das war, wie gesagt, wir haben da nicht mehr länger darüber gesprochen. Gibt es da, also er hat da keine Auskunft bekommen, weil das Land sagt, nee, das ist ganz schlimm, wenn das mal erfahren so ungefähr, das gefährdet die Kommunen und so. Also und wir hören alles daran. Kann man sich vorstellen, worum es da geht. Gibt es da, oder weißt du da was von einem neuen, aktuellen Gutachten oder bezieht sich das auf ältere? Wir können das gleich. Das weiß ich nicht. Ob es ein neues Gutachten gibt und worauf es sich bezieht, weiß ich nicht. Okay. Aber das kann man versuchen herauszufinden. Ja, genau, ich würde Ihnen gleich, ich habe ihn heute Morgen noch nicht gesehen, nur wie gesagt, das war. Ja, privat gestern, und ich werde ihn dann gleich nochmal ansprechen. Und dann gegebenenfalls, das haben wir ja schon öfter thematisiert. Das sind hier. Weil man sagen muss, dass das eben der Rückbau nicht aktuell ansteht. Es wird Jahrzehnte dauern, bis der Ramm und auf der Reaktor selber so weit abgekommen ist. Aber es geht zusammen Rücklagen und Kosten. Es geht um Rücklagenbildung, genau. Lass uns vertagen, mal eine Nachfrage und dann können wir gleich noch mal Steven sprechen. Oder ich spreche ihn an und dann komme ich auf dich zu, wenn da was aktuell ist. Ja, das ist auch Matthias. Der Robert kann ich zwar fragen, aber der ist nicht mehr im Hause und den Matthias werde ich dann anrufen. Der da bleibt zwar nicht. Also die Fragen sind alle bekannt, ne? Ja, eben vielleicht. So, dann war, mal gucken, gestern Anti-Atomkraft-Bündnistreffen, Landeskonferenz, da ging es auch wieder um Jülich, da sind auch so einige Sachen, hätte das normalerweise alles ins Pad geschrieben, aber leider ist das ja im Moment wegen des Brandes im Rechenzentrum nicht erreichbar. Und es ist eine Biodiversitätstagung NRW, die machen die, sind das die Waldbauern? Ich glaube ja, am 19.01. in Werl, da werde ich hinfahren. Dann gibt es ein Bündnis gegen Braunkohle, das sich trifft, am 24.01. in Bühr, da werde ich also hinfahren. Und auch das Klimaschutzplan hatte ich gesagt.
ob wir das schaffen, zum Landtagsplenum 28. bis 30.01. noch irgendwelche Anträge zu stellen, weiß ich jetzt nicht. Fracking ist natürlich auch immer ein permanentes Thema, da ist aber jetzt nichts ganz Aktuelles im Moment. Ja, das ist so das, was anliegt im Januar. Im Februar ist ein 5. alternativer Energiegipfel in Berlin, da werde ich auch hinfahren, am 9. Februar. Und Vorbereitungstreffen gibt es dann auch zur den geplanten Massenaktionen gegen den Braunkohletageabbau zu Ostern und auch im Sommer werden von zwei verschiedenen Bündnissen organisiert hier Aktionen gegen den Braunkohletageabbau. Das kann ich auch schon mal ankündigen, genauso wie am Karfreitag ein Ostermarsch ist in in Gronau, eine Urananreicherungsanlage. In Gronau wird am Freitag, dem 3.4. ein Ostermarkt stattfinden. Ja, das ist so das, was mir als Wesentliches im Moment eingefallen ist. Noch Fragen dazu? Oder Ergänzungen? Ansonsten würde ich an der Stelle sagen, übergebe ich doch an A8. Also wir haben noch nichts. Ja, wir haben natürlich auch Ausschuss Ende des Monats. Ein Thema dabei wird sein, oder was gerade besprochen werden, sind die freien Berufe. Da wünschen sich die Kammer der freien Berufe, dass sich die Politik pauschal hinter sich stellt, da die EU-Kommission sowohl das Handwerk, aber als auch die freien Berufe evaluiert, wegen den Berufszugangsbeschränkungen in dem Bereich. Und die anderen Fraktionen, wir haben uns damals ja nicht angeschlossen, haben sich zum Beispiel in der Vergangenheit hinter den, die Meisterpflicht gestellt. Das war also im gleichen Zusammenhang. Jetzt wünschen sich die Freien Kammern, dass man das Gleiche mit den Freien Kammern macht. Da laufen Gespräche, ob es sozusagen einen gemeinsamen Antrag gibt. Das wird sich in den nächsten zwei Monaten dann herauskristallisieren, was da drin steht. Genau, ich hatte da die Idee, was wir nochmal besprechen könnten, dass wir uns da mit den Kreativschaffenden mal vielleicht auseinandersetzen, weil auf die wird gar nicht eingegangen. Das wäre vielleicht so eine Klientel auch von uns und sozusagen deren Interessen mal zu beleuchten, weil der Antrag geht jetzt oder spricht in erster Linie eigentlich so das klassische CDU-Klientel an, also die Steuerberater und Juristen und Apotheker und so weiter. Genau, also das wäre ein Ansatzpunkt, um da noch andere Ideen mit einzubringen. Zweites Thema wird sein Antrag von Rot-Grün zum Messestandort NRW. Es gibt ja vier große Messen, denen es unterschiedlich gut geht, die auch unterschiedlich aufgestellt sind. Und die Landesregierung hatte sich eigentlich schon zurückgezogen aus der Förderung der Messen vor einigen Jahren. Und jetzt sagt Rot-Grün, sie wollen jetzt nicht wieder einsteigen in die Förderung, aber zumindest das Land soll sich engagieren, um ein Konzept vorzustellen, wie die Messen miteinander vielleicht kooperieren können. Das ist natürlich alles nicht ganz einfach, weil die Messen ja auch untereinander in Konkurrenz stehen. Ich hatte da schon mal die Idee gehabt, dass wir uns da mit den kommunalen Piraten irgendwie vernetzen, die da in den Messestädten vor Ort sind, weil zum Beispiel in Essen gab es ja einen Bürgerentscheid auch darüber. Und da waren die kommunalen Piraten sehr engagiert, ob die Messe jetzt für viel Geld ausgebaut werden soll oder nicht. Und das ist also auch ein starkes kommunales Thema. Genau, das zweite Thema. Und als drittes könnte ich erzählen, das ist jetzt nicht im Ausschuss, aber Christoph und ich hatten letzte Woche darüber geredet, über die Mehrwertsteuer, die jetzt für digitale Produkte neu berechnet wird, und zwar nach früher ging es darum, wo es Unternehmen sitzt, also wenn ich jetzt einen Download tätige, also eine MP3 runterlade oder was anderes, muss man Mehrwertsteuer zahlen, entsprechend dem Land, wo das Unternehmen sitzt. Dadurch konnten natürlich große Konzerne in Ländern sitzen mit sehr günstiger Mehrwertsteuer. Und das wurde jetzt zum 1.1. umgestellt. Die Mehrwertsteuer, die Höhe der Mehrwertsteuer fällt an, wo der Kunde sitzt. Das ist vielleicht eine Idee, die zunächst einmal positiv ist, weil dadurch dann große Anbieter, die in Luxemburg oder woanders sitzen, keinen Vorteil mehr haben. Auf der anderen Seite bringt es aber Probleme mit sich. Erstens
müssen nun die Unternehmen speichern, wo die Kunden sitzen, weil die europäischen Länder haben ja alle unterschiedliche Mehrwertsteuern und die müssen alle unterschiedlich abgeführt werden. Das heißt, es ist durchaus relevant, ob der Kunde in Luxemburg sitzt, in Deutschland oder woanders, weil die Mehrwertsteuern alle unterschiedlich sind. Und deswegen muss da ein Nachweis geführt werden, wo die Kunden sitzen. Und das ist einmal mit viel Aufwand verbunden. Der Unternehmer muss auch sozusagen, wenn er nicht einen Pauschalpreis einstellt, sondern das wirklich aufschlüsselt nach Ländern, muss sich auch mit den Mehrwertsteuersätzen der Länder, einzelnen Länder auseinandersetzen. Das heißt, in der Folge haben einige Unternehmen, einige Software-Klitschen, sage ich jetzt mal, ihren Betrieb eingestellt. Das ist das Erste, weil ihnen der Aufwand zu groß ist oder es nur auf Deutschland beschränkt, was ja auch nicht in unserem Sinne sein kann, weil digitale Produkte sind da halt, das Tolle ist ja, dass es global ist und dass man es überall verkaufen kann und kaufen kann. Und das andere, was uns natürlich auch sehr interessiert, ist natürlich das Datenschutzrechtliche, weil wenn die Unternehmen jetzt angehalten sind, möglichst viele Daten zu speichern über die Kunden, ist das natürlich auch nichts Schönes. Und das haben wir mal durchgesprochen mit verschiedenen Personen und sind jetzt, ist natürlich Bundessache oder beziehungsweise EU-Sache, aber ich denke, das könnte zumindest ein spannendes Thema sein und da gucken wir halt mal, was man daraus machen kann. Ich weiß nicht, ob du mich noch ergänzen willst, Christopher. Nur ganz kurz vielleicht, die Susanne Holzgreife ist unsere Datenschutzbeauftragte im Landesverband, die hatte das auch schon mal thematisiert, hat auch einen kurzen Blog dazu verfasst. Man kann halt kurz sagen, also das Beispiel iTunes sitzt in Irland, 0% Mehrwertsteuer beim Export, das ist auch nicht legal, das ist auch, glaube ich, üblich bei Exportsachen. Und die haben auch spontan jetzt im ersten erstmal die Preise erhöht in dem iTunes Store. Also iTunes ist ein Anbieter, der nur Download-Sachen macht. Amazon macht das eben auch und andere machen das auch. Das heißt, die müssen die Mehrwertsteuer jetzt berechnen, ans Finanzamt abführen. Erstmal nur lokales, die geben es dann an die nationalen weiter. Aber die Susanne hat zu Recht darauf hingewiesen, dass eigentlich sämtliche Daten, es gibt ein Papier des Bundesfinanzministeriums, was regelt, wie der Shopbetreiber die Daten oder welche herangezogen werden können. Also selbst die Rechnungs- oder Lieferadresse von irgendwelchen Offline-, also klassischen Geschäften, ist im Prinzip nicht dazu gedacht. Oder beim Datenschutz gilt ja generell, so wenig Daten wie möglich sind zu erfassen. Und wenn, dürfen sie nur für den expliziten Zweck, zu dem sie erfasst werden, verwendet werden und dann müssen sie auch letztendlich wieder gelöscht werden. Das heißt, was das Bundesfinanzministerium da vorgeht, kollidiert zumindest in Teilen mit den Vorschriften des Datenschutzes. Und also gerade das, was man naheliegenderweise annehmen könnte, die Rechnungsadresse eines Kunden, ist weder zwingend mit der Lieferung oder mit dem Standort des Kunden beim Download verbunden, noch ist es im Grunde vorgesehen, die dafür zu verwenden, um das zu erfassen. Also das kann außer der Problematik, wie immer das eher Bundessache ist, durchaus spannend sein, das Thema. Ja. Und diesem Papier des Bundesfinanzministeriums sind halt Beispiele aufgezeigt, welche Hinweise gesammelt werden können oder sollten von dem Unternehmen über den Kunden. Das sind Bankadresse oder Standorte der Bank, das ist, ob man das Handy identifizieren kann, etc. Also alles verschiedene Internetadresse, alles verschiedene Hinweise. Wobei, wie gesagt, das Einzelne kann ja auch gefälscht sein. Von daher haben wir den Eindruck, dass möglichst viel gesammelt werden soll, um möglichst viele Vermutungs- oder Hinweise zu haben, wo der Kunde tatsächlich sitzt. Weil es ist ja wirklich technisch einfach, durch einen Proxy vorzugeben, dass man nicht aus Deutschland einkauft, sondern aus Irland. Wobei, nur das Wort, also gefälscht sein muss da gar nichts. Also ich kann natürlich irgendwo bei iTunes angemeldet sein mit irgendeinem Bankkonto und ich kann meinen IP-Verkehr über mein Internetverkehr über irgendeinen Server abwickeln. Das sind alles völlig legale Dinge, die keineswegs so bewertet werden dürften, als dass ich da irgendwie was umgehe oder verschleiere. Und das ist alles, was man da tun kann. Auch eine Bank kann sonst wo sitzen. Also alles sind, eine Rechnungsanschrift kann ich irgendwo auf der Welt wählen, hauptsache ich habe eine Rechnung, wenn ich sie haben will, und wenn ich sie gar nicht haben will, dann würde ich eigentlich abholen. Meine Bank kann ich irgendwo auf der Welt wählen, das steht mir alles völlig frei, und ich darf Tor-Netzwerk nutzen, ich darf das alles tun. Völlig unabhängig davon, ob da am Ende jemand sitzt, der jetzt Daten erfasst, aus denen er dann ableiten muss,
wo ich denn diesen Download, wo der hingegangen ist. Ja. Und die Daten werden dann 10 Jahre gespeichert. Downloadsrechtlich. Ja, genau. Na gut, aber das ist halt... ja. Das klingt noch nicht so richtig durchdacht. Ja, also das die EU-Richtlinie gilt seit, oder Verordnung gilt seit 2008 oder wird dann verabschiedet. Das heißt, man weiß es eigentlich schon lange, aber ja, genau wie Daniel eigentlich schon sagt, die Idee ist vielleicht gut, aber die Umsetzung, da haben wir jedenfalls den Eindruck, da muss man auch sehen, was daraus wird. Ja. Das steckt eine Menge Aufwand hinter und welche Daten am Ende gespeichert werden, etc. Das ist wahrscheinlich wird noch ein spannendes Thema. Gibt es dann auch weitere Anmerkungen, Fragen? Habt ihr sonst noch was zu berichten? Vielleicht ist der Übergang auch zu Energie, wenn ich den dann an dieser Stelle wählen darf. Ja. Das hätte ich gerne hier mal diskutiert in dieser Runde, möchte das aber jetzt vertagen, weil Karl krank ist. Ich hätte ihn gerne dabei. Es gab von dem Herrn Döschner, das ist ein BDR-Journalist, der sehr, sagen wir mal in unserem Sinne oder in einem ökologischen Sinne über Energiethemen schreibt und berichtet, der hatte kurz vor Weihnachten oder irgendwann Anfang Mitte Dezember war das eine Rechnung aufgemacht, in welchem Umfang Aluminiumproduktion bundesweit, aber speziell auch in Australien subventioniert wird. Ich fasse das mal ganz kurz. Also die haben halt hohe Stromkosten, die sind von nahezu allem befreit, was an Zusatzkosten dabei ist. Also vorzugsweise erstmal die EEG-Umlage, dann die Netzentgelte, dann die Paragraph-Dingsda-Umlage. Es gibt 6 oder 7 Befreiungstatbestände. Auch die Beschreibung von, also teilweise sind es Umlagen, teilweise sind es Steuern. Und er hat halt vorgerechnet, das kann man auch leicht nachrechnen, kommt auf eine Subvention von 440.000 Euro pro Arbeitsplatz. Das ist ein, da hat es mich auch überrascht, gebe ich auch ehrlich zu. Das ist verglichen mit ohne Subventionen ungefähr das 4,5- bis 5-fache, also nur mal um Vergleich zu nennen. Ja. Und der stellt das damit erheblich in Frage. Jetzt hätte ich das gerne mal vor dem Hintergrund diskutiert, dass wir erstens mal fragen, was verstehen wir unter Subvention? Ist die Befreiung von einer Umlage, die wir bewusst immer als Nicht-Subvention bezeichnet haben, also zumindest diesen Teil EEG-Umlage, ist das auch eine Subvention? Wie sieht man das? Wie sehen wir das? Und man muss natürlich auch mal die Frage stellen, wenn man eine Steuersubvention hat, die irgendwer kriegt und man schafft sie ab, dann spart der Staat das Geld und die Steuern können für andere Dinge verwendet werden. Diese Umlage ist ja nur eine Art der Verteilung. Also da spart erstmal niemand was, wenn die Aluminiumproduzenten weg sind, den Strom hier nicht mehr verbrauchen, ändert sich auch an der Verteilung gar nichts. Also ich würde einfach das gerne diskutieren, hier in der Runde, nicht ganz länger, aber können wir mal 10 Minuten drüber reden, aber wie gesagt, ich hätte gerne Kai dabei, weil er halt auch der Abgeordnete ist. Aber ich fand die Zahlen schon beeindruckend oder auch erschreckend, also 1.000 Euro pro Arbeitsplatz, bei so viel mal da um 2000 Arbeitsplätzen, wie es da ging, ist natürlich, also ist dann in der Summe auch nochmal extrem hoch, kommt ein paar Milliarden raus. Und das ist halt ein interessantes Thema. Ich glaube auch beim Minus. Eigentlich pro Jahr oder pro Monat? Und das reicht, um den Leuten das Geld in die Hand zu geben. Ich muss jetzt nachschauen, also er hat sich, glaube ich, auf einen Produzenten bezogen. Es gibt aber wahrscheinlich nur noch 2 Reihen dort. Also lass es mal bundesweit gelten. Das ist identisch, das sind die Stromkosten, die wir haben. Ich meine die Zahl der Mitarbeiter und die Gesamtkosten. Das müsste ich nachschauen, das müsste ich, habe ich jetzt leider nicht im Kopf, müsste ich aufrufen. Ich glaube, er hat sich bezogen auf den noch atmosphärischen Standort. Ich weiß aber gar nicht, wo noch alle Produzenten sitzen, muss ich gerade ehrlich gestehen. Die machen aber auf jeden Fall vom gesamten Verbrauch des Industriestroms so 1/3 oder was. Auch nee, das ist Quatsch. Also viel, viel mehr verbraucht die chemische Industrie, die auch so subventioniert wird. Ja, also die Aluhütte in Essen verbraucht so viel Strom wie Essen, Mühlheim und Bochum zusammen. Ja, das kann man ungefähr sagen. Die Aluhütte ist im Bereich einer Großstadt. Aber es ist nicht so, dass jetzt die Aluminiumindustrie, also die ist weit hinter der chemischen Industrie beim Gesamtverbrauch. Es gibt noch eine andere Rechnung von diesen Journalisten, glaube ich, die die Subventionen in der Aluproduktion auf die Autos, für die das Alu verwendet wird, sehr gerne umrechnet. Ein A8 wird mit 400 Euro subventioniert über die EEG-Umlage. Genau, kann man dann auch so rechnen. Und man kann dann auch, und das schloss dann auch damit ab, mit der Hinweis, dass ein Audi A8, der als das Beispiel, ist, wo man halt Leichtbau, es gibt nicht so viele Autos aus Aluminium im Serienbereich,
da hat halt Audi mit geworben, er muss ja irgendwie 169.000 Kilometer fahren, um überhaupt ein Gramm CO2-Emissionen einzusparen. Kann man natürlich sagen, das ist sowieso Quatsch, also Audi hat das nie gemacht, wie ein umweltfreundlicheres, sparsameres Auto, das waren fast die Stehungen gegen S-Klasse und BMW-Baureihe, die Baureihe, einfach was entgegenzusetzen. Die Frage ist ja spannend, ist natürlich der Leichtbau gleich gerade im Bereich Elektromobilität oder sparsamer Automobile. Und dann muss man halt die Frage, denke ich, auch wieder anders formulieren. Denn wenn man ein Elektroauto heute überhaupt mit einer angemessenen oder vertretbaren Reichweite nur bauen kann, wenn man halt auf Leichtbau setzt. Also BMW macht das mit Kohlenstoff- und Carbontechnik, die ist noch energieintensiver, also das ist jetzt keine gute Lösung. Andere machen es mit Aluminium. Da geht es aber darum, das Produkt Auto überhaupt irgendwie verkaufbar zu machen über eine erreichte Reichweite durch Leichtbau. Das heißt, die Fragestellung ist da eine andere, als wenn man jetzt sich auf so ein Prestige-Projekt in Audi A8 beschränkt, wo die Antwort sowieso ist, wer so ein Auto gehört eigentlich nicht auf den Markt kommt. Und wenn dann nicht so hoch besteuert werden. Ich soll nicht auf Kai warten. Das ist vom Markt der Schlinde. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt auch eine Meinungsforschung, und man muss das auch in anderen Sicherungsverlangen angehen. Da du es ja später nochmal diskutieren wolltest, mache ich jetzt eine kurze Überleitung zu einem ähnlichen Thema, damit ich gerne mit Kai diskutieren würde, aber ich würde gerne vorher eine Antwort geben. Ich schicke dir das nachher vielleicht mal zu dem Link. Wir haben noch eine Anfrage bei Open Antrag zum Thema Elektrofahrzeuge. Das werfe ich jetzt hier mal einfach in den Raum. Elektrofahrzeuge unter anderem oder beziehungsweise vor allem der Antragsvorschlag war, der Landtag selbst soll seine Flotte auf Elektrofahrzeuge umstellen. Und da steht noch eine Antwort aus und auch eine kleine Recherche steht noch aus, nämlich ich weiß, dass der Land da schon mal zumindest Hybridfahrzeuge getestet hat, aber eingesetzt hat er sie nicht. Interessant dabei ist übrigens eine kleine Anfrage der CDU, die mal bloßstellen wollte, dass die Landesregierung überhaupt keine Elektrofahrzeuge benutzt, wenn man davon redet. Aber da ist eine schöne Tabelle drin in der Antwort, was denn überhaupt im Kreis der Landesregierung verwendet wird. Die CDU bricht es übrigens runter auf, dass nur ein Elektrofahrzeug im Einsatz ist. Das ist nicht ganz. Also die Tabelle weist sehr viele auf, aber die werden halt nicht bei den Ministerien direkt eingesetzt. Da nur eins. Und viele sind aber auch hybrid. Also wenn die Frau Kraft aus der Staatskanzlei hier rüber fährt, würde sich ein Elektroauto anbieten. Ja, aber da reicht zum Golfcar. Du lässt es die Liste von Autos zu Fuß gehen und dann. Sicherheitsfahrrad. Okay, ja. Sicherheitsfahrrad. Ein Papamobil. Ein Mamamobil. Ja, ein Elektromobil. Ja. Oder fahrst du diesen Berg da runter? Ja, okay. Also da, wenn jemand einbringt, spricht uns an. Wir können da alles machen. Ja, habt ihr sonst noch was zum 18? Und da gibt es noch einen Antrag, den du noch hast für nächstes Plenum, das hier zu besprechen wäre, meine ich. Gut. Dann, ich hatte auch noch irgendein anderes Thema da reingeschrieben ins Pad, ich erinnere mich nur nicht mehr. Also noch irgendwas, so ein Thema, was wir noch besprechen wollen, ich weiß es nicht mehr. Ansonsten wie gehen wir mit der Anfrage aus Fendo und Enfred und so A69 und so, was Quampi letzte Woche geschickt hat. Achso, die niederländische. Die offizielle Anfrage zur Kooperation. Ich hab den Niederlands Text. Nee, ich weiß nicht, wie heißt das eigentlich? Noch nicht gelesen. Ich habe es nicht verstanden. Nee, ich habe Übersetzung. Er hat seine Übersetzung nach einem. Aber der Stefan hat natürlich recht, dass es eigentlich in unserem Bereich ist, auch wenn es an Europa, glaube ich, ging. Ich weiß nicht, woran. Ich glaube, es ging nicht. Die Mitglieder, nicht irgendwelche. Also, das Recht müssen wir sonst nochmal drum kümmern. Das hatte ich erledigt, das habe ich nur auf die Frage der Übersetzung bezogen. Hat es insgesamt erledigt? Oder? Nee, ich glaube, es ist noch nicht. Das hat er ja gar nicht umgemeldet. Er wollte ja nur die Übersetzung machen. Das Thema habe ich überhaupt nicht gesehen.
Also, das war Thema, Anhänge dabei. Ich meine, das Thema hat er auch nachher noch gemacht. 69, doch 20. Nachher, also ja, das, einige Minuten später oder ein, zwei Stunden später. Okay. Nur mal umgeschickt, meine ich. Ich habe es gegen Krimi geschrieben. Also, ja, okay. Ich habe das. Das ist doch Friesin, du musst das auch ja, können. Ja, aber ich hab mir das auch überlegt, aber ich kann das nur verstehen oder viel verstehen, auch nicht alles, wenn die das sprechen. Aber wenn du das schreibst und du musst das lesen, das ist echt schwer. Und es wäre echt soll ich, angenehm. Soll ich dir vorlesen? Ja, aber das musst du auch können. Ja, das ist richtig. Das kann ich nicht. Also es gibt in der Fraktion genug Leute, die das vorlesen können. Ja, auch richtig. Also zumindest gibt es etliche, die das in der Schule hatten. Ja. Oder die es gibt Leute, die aber ganz studiert haben und Leute, die im flämisch-wellhornisch-freien Raum gearbeitet haben. Gibt es. Aber haben wir genug. Zum Shoppen bringen. Ja. Zum Shoppen. Ja. Und wir haben dann noch, das erwähne ich jetzt ja auch mal kurz, weil ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, wir haben das auch noch nicht erledigt und sind mittlerweile viel, viel mehr geworden. Wir haben immer noch, auch an Christopher sozusagen als Info, wir haben auch auf dem Tisch liegen sehr viele Anfragen zum Thema Stromtrassen in Ostwestfalen-Lippe. Also es geht um die eine Transversale da, oder ich weiß nicht, wie heißt die nochmal? Also diese von Nord-Süd-Trassen. Und die schrammt ja im Grunde an NRW vorbei, ohne sie zu tangieren, sondern sie berührt NRW halt in Höhe Ostwestfalen-Lippe. Und dort haben wir nicht eine, nicht zehn, sondern ein paar mehr Anfragen bekommen, die relativ gleichlautend sind. Ja. Bis auf so Sachen, wie dass plötzlich die Meter vom Haus gleich sind. Aber ja. Also es gibt diese Anfragen, irgendwie müssen wir da auch noch sehen, dass wir die angemessen beantworten können. Ja. Gut, ansonsten würde ich noch kurz zur Enquete-Kommission kommen, zur ÖPNV-Enquete-Kommission. Wir sind mittlerweile, ich habe gestern übrigens im Mumble auch einen kleinen Hinweis gegeben, was wir gerade tun. Vinny war da, genau. Ich werde es nicht ganz ausführlich hier machen. Wir werden am 10. Februar, denke ich, im Mumble auch eine etwas größere Übersicht geben und es ein bisschen präsentieren, was wir machen. Dann kann man vielleicht auch schon mal den Zeitplan irgendwie auch zeichnen, den wir vorhaben. Ich habe gestern erzählt, was wir in der nächsten Sitzung vorhaben. Unter anderem nämlich, dass es uns Grundlagen drauf zu schaffen, die ist am 23. Januar. Wir werden von Frau Nacken vorgestellt bekommen, die ÖPNV-Zukunftskommission. Eventuell wird Frau Paulsmeier noch erzählen, wie es im Ministerium umgesetzt wird. Und eventuell werden wir auch von Herrn Bernecker noch eine generelle Einführung zum Thema Finanzierung ÖPNV kriegen. Es gibt ja Abgeordnete in der Enquete-Kommission, die nicht Verkehrspolitiker sind und noch nicht so gebrieft sind, unter anderem Herr Stein. Aber auch andere. Und für die ist das sicherlich sehr sinnvoll. Personal haben wir jetzt alles zusammen, beziehungsweise die letzte offene Stelle sozusagen wird am 1. Februar besetzt. Und dann erzähle ich das nächste Mal auch, wer es ist. Ach, bei dir einen Antrittsbesuch? Voraussichtlich wird auch bei der Obleuterunde und bei der Sitzung am 23. dabei sein. Und stimmt, du bist ja im Urlaub schon, also getroffen habe ich sie auch. Ich habe es mitgetroffen, ich bin informiert worden. Und gut, wenn das dann alles über die Bühne ist und formal geregelt ist, dann erzähle ich mehr. Ja, und auch sonst glaube ich, Referenten von FDP fehlt noch, ansonsten sind wir relativ komplett mittlerweile. Ja, und hast du noch was zu ergänzen? Die Planung für den 6.2. laufen. Es gibt eine Referentenrunde am 14. Wir müssen ja ein bisschen vorausdenken. Und wir müssen ja zusehen, dass wir vorausdenken. Genau, und vor allem, wo noch kein konkreter Zeitplan vorhanden ist, der kommt dann erst im Februar, ist er dann erst da.
müssen wir natürlich zusehen, dass wir die Sitzungen gut füllen, damit wir auch was erledigt kriegen in den ersten Monaten. Und nicht nur formal Kram machen. Gut, gibt es da noch Fragen oder habe ich gerade was Unverständliches erzählt? Sonst würde ich da auch sagen, das nächste Mal mehr. Dann haben wir mehr zu erzählen. Gut. Ich würde gerne noch für die andere Enquete, chemische Industrie, gleich noch mal kurz mit dem Herrn Zjörg sprechen. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir die 8K4 soweit fertig und ich wünsche guten Appetit.